Sag mir, was wird hier gefeiert? Die Hochzeit von Tama und Sadok, dem Sohn des Rabbis. Eine Hochzeit? Ist er nicht ein guter Sänger? Geben Sie nicht ein schönes Paar ab, mögen Sie so prächtige Söhne bekommen, so wie du sie hast. Ich habe nur noch einen Sohn. Entschuldige bitte, Lamek. Sadok, ich hoffe, du hast mich verstanden. Ja, verstanden. Ich habe es gesehen. Sadok hat nicht auf das Schwert geschworen. Wir können ihm nicht mehr vertrauen. Wir müssen diesen Jesus dazu bringen, uns zu helfen. Wie denn, Joel? Er wird in unser Dorf kommen, heute Nacht oder morgen früh. Ich kann nicht mit ihm reden. Kann es jemand von euch tun? Du, Lavin, gehst zu ihm und sagst, dass sein Vater im Sterben liegt. Wozu soll das gut sein? Er würde nie einen Kranken abweisen. Du gehst zu ihm und sagst es ihm. Und dann werden wir sehen, was geschieht. Dann werdet ihr sehen, was er kann. Und was ist, wenn er hier ist? Dann halten wir ihn fest und nehmen ihn gefangen. Dann versuchen wir ihn mit Judas und all seinen anderen Anhängern davon zu überzeugen, dass wir seine Kraft brauchen. Wir nennen ihn zum König. Bist du sicher, dass er unser König sein will? Ja, ganz sicher. Ich habe gesehen, wie er Wunder vollbracht hat. Überall preist man ihn als den Retter. Seine Anhänger würden sterben für ihn. Wir müssen es schaffen, ihn zum Kampf gegen die Römer zu bewegen. Das ist eine gute Idee. Das klingt sehr einleuchtend. Ich glaube, wir sollten es versuchen. Ja, gute Idee. Das heißt, ab morgen wird er der König der Juden sein. Lass uns feiern und trinken, meine Freunde. Das ist ein schönes Fest. Der offizielle Teil des Festes ist hier mit der Eule. Sadok, ja, ich muss mit dir reden. Der Centurius im Gasthaus. Oh, ich werde euch jetzt verlassen, sonst denken meine Gäste noch, ich bin entführt worden. Gibt's was Neues? Er versucht herauszufinden, wer die Silots im Dorf sind. Er kennt deinen Namen. Er weiß, wer du bist. Namen? Ja, er hatte das hier bei sich. Ich hab's ihm gestohlen, als er schlief. Ich verstehe. Wie viele Männer sind bei ihm? Er ist allein. Allein? Ja. Danke, Nathan. Diese Männer sind Anhänger von Jesus. Er muss heute Nacht gekommen sein. Was sagst du, wenn ich dir das Zeichen gebe? Mein Vater ist sehr krank. Ich fürchte, er stirbt. Sag deinem Meister, er soll kommen und ihn heilen. Warte hier. Joel! Vater! Du bist zurückgekehrt? Ja, ich bin zurückgekommen, um... Um Vergebung zu bitten. Du willst Frieden machen mit deinem Vater. Joel, vergiss, was gewesen ist. Du willst wieder mein Sohn sein, nicht wahr? Komm.
Wir werden jetzt ein Glas Wein zusammen trinken und dann reden wir über die Pläne, die ich mit dir habe. Nein, Vater, ich kann nicht. Ich habe Dinge erlebt, die mich verändert haben. Ich habe gesehen, was er getan hat. Du gingst weg, um den Mann aus Nazareth zu finden. Ich habe ihn gefunden. Und dann... Dann hat er dich enttäuscht. Ich habe dir doch gesagt, dass dieser Mann keine Bedeutung hat. Doch, die hat er. Durch seine Kraft entsteht ein neues Leben. Seine Taten, ne? Das überzeugt mich nicht. Das weiß dieser Schwätzer schon über unsere Gesetze. Er ist kein Schwätzer, Vater. Er bringt uns einen neuen Glauben. Du verteidigst ihn, ne? Weil du ihm auch verfallen bist. Nein, ich bin ihm nicht verfallen. Doch, deswegen willst du dich nicht mehr von mir unterrichten lassen. Dieser Mann ist Gift für dich, er hat deinen Geist verwirrt. Du weißt nicht mehr, was du redest. Durstig. Ich habe gehört, dieser Zauberer hetzt Söhne gegen seine Väter und Väter gegen seine Söhne auf. Du verurteilst ihn, obwohl du ihn nicht kennst. Ich habe die alten Gesetze schon gelehrt, bevor er geboren wurde. Man sollte ihm den Prozess machen. Urteile nicht über mich, denn dann wirst auch du nicht verurteilt. Meister. Junge. So, unser Dorf wird geehrt durch den Besuch des Sohnes eines Zimmermanns. Lamek. Frag ihn irgendwas, frag ihn, ob er Wunder vollbringen kann. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Du kennst doch den Wortlaut der Heiligen Schrift. Was steht dort geschrieben? Du sollst ihn lieben, deinen Gott, den allmächtigen Herrn. Und das ist Jahwe, denn es gibt nur einen Gott. Er sagt, behandle deine Feinde so, wie sie dich behandeln. Und zwar Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage dir, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wer ist das, mein Nächster? Ein Mann war auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Er geriet unter die Räuber. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn halb tot und ließen ihn am Wegesrand liegen. Da ging ein Priester an ihm vorbei. Er sah ihn, doch er ging weiter, ohne sich um den Mann zu kümmern. Dann kam ein Levit seines Weges. Auch er sah den Bedauernswerten dort liegen und ging weiter. Schließlich kam ein Samariter des Wegs. Er sah, dass der Mann verwundet war. Er ging zu ihm hin und erbarmte sich seiner. Er kniete nieder und versorgte seine Wunden. Dann setzte er ihn auf seinen Esel und brachte ihn in eine Herberge, wo er weiter versorgt wurde. Und am nächsten Morgen gab er dem Wirt etwas Geld und wies ihn an, sich weiter um ihn zu kümmern. Er versprach, schon sehr bald zurückzukommen und sich zu erkundigen, wie es ihm geht. Wer von den dreien war nun derjenige, der seinem Nächsten geholfen hat? Nun, was denkst du? Es war der Samariter, denn er hat ihm geholfen. Ja, er hat ihm geholfen. Nicht der Priester und auch nicht der Levit. Es war der Samariter. Ein Ungläubiger. Meister, mein Vater... Ich weiß, dein Vater ist krank. Geh nach Hause und sieh nach ihm. Er ist wieder gesund. Vater. Rabbi, Rabbi. Joel, kommt schnell. Es ist was passiert im Gasthof. Dein Bruder, Sadok, ist es. Was sagst du da? Kommt, kommt. Ist er tot? Ja, ja, Vater. Er ist tot. Mein Sohn ist tot. Wie konnte das passieren? Er hat gegen den Centurio gekämpft und verloren. Oh, allmächtiger Gott. Ich habe meinen Glauben verloren. Warum hast du mir den Sohn genommen? Ich habe immer an dich geglaubt, oh Gott, wie konntest du mir das antun? Du wirst dafür bezahlen, was du meinem Sohn angetan hast, du Hund. Du bist ein Mörder, ein abscheulicher Mörder. Ja, das bist du. Beruhige dich, Vater. Nein, ich kann mich nicht beruhigen. Lasst mich, lasst mich. Oh.
töte ihn mit seinem eigenen Schwert. Du musst diesen Römer töten. Das bist du deinem Bruder schuldig. Denke daran, was ich dir gesagt habe. Du sollst deine Feinde lieben. Liebe sie so wie dich selbst. Vergiss es nicht. Vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Denke an meine Worte. Gehe hin. Geh hin und liebe deinen Nächsten. Geh hin und liebe deinen Nächsten. So soll es sein. Der Römer, er muss sterben. Wir müssen diesen Mistkerl töten. Er hat das Dorf längst verlassen. Auf ihn können wir nicht mehr zählen. Er sagte, liebe deinen Nächsten. Bitte, lasst mich durch. Ich bin gekommen, um meinen Sohn heimzuholen. O allmächtiger Gott! Du bringst Schande über mein Haus. Joel, warum kniest du neben diesem Mann, dem Mörder deines Bruders? Dieser Mann ist auch mein Bruder. Da sind sie! Wir müssen schnell weg! Wir müssen weg von hier! Schnell! Centurio! Hör mir gut zu, das ist ein Befehl. Steck dein Schwert weg. Und bring ihn in den Kerker. Ich habe keinen Hunger. Du hast keinen Hunger? Dann werde ich das hier essen. Ich habe noch nie so einen Sturm erlebt in Jerusalem. Ihr habt mich hier eingesperrt. Und für wie lange, hä? Meine Aufgabe ist es, dich zu bewachen. Und das mache ich wirklich nicht sehr gern. Denn heute Abend findet ein großes Spektakel statt, oben auf dem Hügel. Da werden ein paar Leute gekreuzigt. Alle dürfen zusehen. Ich darf nicht dabei sein. Weil ich den Befehl habe, dich Dummkopf zu bewachen. Sie hätten dich auch ans Kreuz schlagen sollen. Ave Centurio. Du kannst dich jetzt amüsieren, Claudius. Ich brauche dich nicht mehr. Nimmst du den Dank eines Römers an? Wieso Dank? Du hast mir das Leben gerettet. Und warum wurde ich dann... verhaftet. Um dich vor deinen eigenen Leuten zu retten. Aber jetzt, mein Freund, bist du frei. Frei? Frei? Ich hätte schon viel eher kommen sollen, aber ich hatte heute Abend noch was zu tun. Da oben auf dem Hügel. Du kannst jetzt gehen. Das heißt, ich bin frei? Ich kann jetzt gehen sofort? Warte. Eines würde ich gern wissen. Ja? Warum hast du dein Leben für mich riskiert? Ich bin dein Feind, aber du hast mir geholfen. Wieso? Wegen eines Mannes, den ich kürzlich getroffen habe. Ein großer, aber einfacher Mann. Er sagte, du sollst jeden lieben, auch wenn er dein Feind ist. Jeden? Ja, jeden. Das ist doch seltsam, findest du nicht? Wer ist dieser Mann?
Der Mann heißt Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth? Ja. Ich schulde diesem Jesus mein Leben? Und ich? Ich habe ihm, als er da oben am Kreuz hing, eigenhändig diesen Speer in seine Seite gestoßen. Ein Offizier kam in das Dorf. Er sagte, er habe den Befehl von einem Centurio, mich hierher zu bringen. Ich verstehe nicht, wieso. Das muss Longinus gewesen sein. Ich glaube, er hat verstanden, was ich ihm über Jesus gesagt habe. Ich liebe dich. Oh. Oh, mein Geliebter, ich hätte nie gedacht, dass ich dich wiedersehen würde. Aber ich habe es immer gehofft. Ich bin frei. Wir können zurückgehen zusammen. In unser Dorf? Ja, warum nicht? Nein, nein, Joel. Sie hassen dich noch immer, weil du den Römern geholfen hast. Wenn wir ins Dorf zurückkehren, dann werden sie dich vielleicht töten. Ich muss zurückgehen. Oh nein, das musst du nicht. Sie haben mich als ihren Führer erwählt. Ich muss sie auf den rechten Weg bringen. Ich muss ihnen seine Lehren verkünden. Aber Joel! Er ist für uns gestorben. Am Kreuz. Wenn ich auch morgen sterbe, was macht das schon? Sein Wort ist Gesetz. Und daran müssen wir glauben.